Moinsen zu einem neuen Projekt namens Journey to the Core. How low can you go? Prepare to get back edition. So, mein Hals ist immer noch nicht besser. Ich habe gestern Abend ungefähr um die gleiche Uhrzeit 5 Folgen hiervon aufgenommen. Und die konnte ich alle in den Müll treten, aus dem einfachen Prinzip her, dass es so am Anfang so richtig geknackst hat. Und ich bin gerade ein bisschen laut, ich weiß. Ich gehe ja schon ein bisschen weiter weg vom Mikro. So. Auf jeden Fall. Warum ziehe ich das Mikro zu mir ran? Mich hört man super. So. Es ist ein Modpack für Minecraft, ist ja alles klar, aber deswegen plus die 27p 60 FPS, weil anders geht's nämlich nicht. Journey to the Core. Wie gesagt, ich habe schon 5 Folgen aufgenommen. Ich kenne mich schon ein bisschen aus. Ich habe schon ein paar Quests erledigt. Das darf ich jetzt alles nochmal machen. Viel eben halt ist es nicht. 5 Folgen, 20 Minuten, gut und gerne 2 Stunden Spielzeit. Wo ich die meiste Zeit eh nur gestorben bin. So. Zur kurzen Erklärung. Ich habe kaum noch Essen. Und mir ist alles in mein Inventar hier unten verrottet. Ihr sehen könnt, weil ich hier die ganze Zeit Aufnahmetests mache und ich will jetzt nicht unbedingt immer alles auf dem Server neu installieren. Deswegen mache ich jetzt mal eins. Und zwar, während ich euch, ich erkläre euch das ging nebenbei und immer ein Game Mod eben halt. Und hol mir dann eben halt mal schnell was zu essen. Wir nehmen natürlich nicht viel mit. Ich meine, so ein Stack hier. Nein. Ich würde sagen 16 Stück. 16 Stück müssen reichen. Halten 4 Tage. Ist auch, glaube ich, mal, denkt ihr auch nicht zu viel. Von daher, so. The Journey. The Journey ist, Journey to the Core ist natürlich ein schönes Explorer-Modpack, sage ich jetzt mal. Wo es darauf ankommt, geht weg. Wo es eben halt darauf ankommt, dass man. Ja, explodert. Und natürlich haben wir hier unten noch was Schönes. Du riechst mich jetzt schon die ganze Zeit auf Gertrude. Komm her. So. Dich nehmen wir auch noch mit. Oder du bist weg. Okay. Die Kiste nehmen wir natürlich auch. Ne, die Kiste brauchen wir noch. Erstmal was essen. Ich glaube, 16 Stück waren wirklich nicht so viel. Gibt Schweinefleisch ernsthaft einen Gesundheitsbuff? Well, Fred. Okay. Okay. Ne, wir haben hier ein schönes Questbuch. Was. Oh Gott, Leute. HQM. Quest. So, zack. Yay. Wir haben ein schönes Questbuch, wo eben halt da steht: Ha, zu the Border Pies, how high weight. Ja, das durfte ich mir schon alles nochmal. Habe ich alles schon mal vorgelesen. Durchgelesen. An sich ist eben halt, man kann eben halt noch einen Hardcore-Modus enablen, was ich nicht will, weil man hier sehr schnell stirbt. Und hier ist erstmal, das sind haufenweise Quests. Und hier gibt es eine schöne Quest namens Survival. 0% complete. Öffnen wir das mal. So, was machen wir? Wir brauchen 4 Holz, 3 Dirt und 12 Gravel. Und da würde ich nämlich mal sagen, fangen wir mal an. The Journey ist dann eben Teil. Journey to the. Ich habe den Mod gerade komplett vergessen, dass der noch mit drauf ist. Ihr seht, also sozusagen, wenn man hier Bäume abbaut, die fallen in sich zusammen. Und wir brauchen sehr viel Holz und vor allem Säpplinge. Und wenn es geht, irgendwie normale Erde, weil hier ist alles mit vieles mit geschüsselter Erde und was weiß ich nicht noch alles. Und ist nicht schön. So, das hätten wir schon mal. 3 Erde. Und da oben steht, links oben kommt auch jemand. Yup, you're definitely not leaving this way. Ja, wir können ja nicht unten buddeln, weil hier Bedrock ist. Das habe ich auch schon mitgekriegt. So. Holz nehmen wir so viel mit wie möglich, weil ich glaube weniger, dass wir dort an Holz irgendwie schnell rankommen. So. Und ich finde schön, dass der Macher hier so einen schönen großen Baum hingemacht hat. Da fällt gleich der erste wieder runter. Was machst du jetzt? Fällst du jetzt auch runter oder was machst du? Ne, das noch eher noch. Es ist eben halt so, das kann ich euch am besten mal so erklären, dass der Mod eben halt auch ein bisschen realistisch drin ist. Sprich eben halt, wenn ich jetzt
machen wir das am besten mit dort, weil dort kann man schnell wieder. Wenn ich jetzt hier einen Block dran setze, fällt selbst dort runter. Das ist eben halt auch so. Und ja, es gibt hier Scheiße. Und das gibt es natürlich auch in mehreren Arten, wie zum Beispiel mit Stein, mit Sand. Also Sand fällt auch so runter. Kies eben halt auch und. Naja, das ist auf jeden Fall eine vorgefertigte Map, das hier. Also hier der Anfang. Später ist es dann eben halt so, dass. Haben wir noch irgendwo Kies? Da haben wir noch Kies. War doch Kies, oder? Bist du Kies? Ne, du bist Light Dirt. Okay, brauchen wir nicht. Ihr seht doch gleich links da meine F. Ich weiß nicht, wie ich das wegkriege. Stimmt, das könnte mir mal jemand schreiben, wenn er weiß, wie das geht. Wie ich da links diese Anzeige wegkriege, weil die nervt mich sowas von. Und ich habe schon überall nachgeguckt. Und ich finde einfach nichts, wie ich die Anzeige wegmachen kann. So. Wie ich ja schon gesagt habe, ich habe am Anfang hier mal kurz einmal ausprobiert. Dann habe ich 5 Folgen aufgenommen. Dann habe ich keine Ahnung, was noch alles gemacht. Und na, hier haben wir noch zweimal. Und von denen brauche ich eine ganze Menge. Von den Keys. So, jetzt haben wir sogar schon dunkel. Das ist sehr schön. Und das erste, was wir natürlich machen, ist. Welches von den Reward Bags? Wir nehmen das erste. Come on! Wir haben so einen schönen Backpack. Da machen wir das drin, das drin, das drin, das drin, das drin, das drin. Und Gertrude. So. Yay! Gewöhnt euch schon mal dran. Jedes Mal, wenn wir so eine Quest schaffen, dann. Panda-Bus, Panda-Maske. Also, was ich das letzte Mal gekriegt habe, war irgendwo besser. Habe ich nachts. Night Vision, Slowness und Mining Feature. Aber ich habe Night Vision. Oder ist das fetzt? Jetzt blinkt alles. Jetzt weg. Okay. Natürlich weiß ich, jetzt haben wir natürlich auch eine schöne Axt. Die ist da. Und jetzt ordnen wir erstmal unser Inventar. Ja, die Bücher brauchen wir später auch noch. Wollte Menschen mit Open Blocks. Material sind die. Okay. So, nee, du kommst dahin, du kommst dahin, du kommst dahin, du kommst dahin. So. Ich kenne das vor allem schon seit 5 Folgen und trotzdem irritiert es mich. Ich brauche jetzt für die nächste Quest 8 Stück hiervon. Und bei den Blättern finde ich komisch, dass man sie einfach abbauen kann und mitnehmen. Ich weiß nicht warum, aber man kann es. Aber. Ach, das ist gar kein Block mehr. Okay. Warum schweben hier die Bäume an der Seite? Weil da unsichtbare Blöcke sind, die festhalten. So, wir brauchen. Ja, haben wir jetzt genug? Wir haben 11 Stück sogar davon. Weg mit dir, du kommst her. So. Zurück. Das hier. Manuell. Und jetzt können wir uns ein Sapling aussuchen. Und ich mag Spruce-Wood. Und wir haben natürlich wieder nicht genug Platz im Inventar. Das finde ich wunderbar. So, jetzt aber. Yay. Okay. Die Schweinefleisch, die sind auch erstmal schön. Reichen für den Anfang. Und wir haben jetzt so, ja, zwei davon. Die könnte man jetzt so zusammencraften. Und wenn man dann noch weitere hat, dann ja. Das stimmt, das Buch habe ich hier komplett vergessen. Da steht sowas drin. Hallo, Abenteurer. You are about to step into the world with a health claim to life many another before you. You go, moves forward, forward to the center of the earth. In English is the best of the little von the egg. So, the quest book will you guide, make your shoulders follow closely. You have your tip on how to survive, stop trying to get flint by breaking gravel. It says, what's the title, look it up. Ja, genau. Wir sollen nicht Gravel einfach mal so abbauen. Um Flinter herzukriegen, sondern man kann es nur noch verkraften. Also ist Gravel, ne?
Torches can go on your head, also sprich, ich kann die wie ein Helm eben halt aufsetzen, dann ist es überall eben halt hell, wo ich in der Nähe bin, hab dafür aber keinen Helmschutz. Dann gibt's hier, Copper gibt's auf den Höhen, Iron auf die Höhe, Oakwood auf die Höhe und Mineshaft. Spawn at the top of the scaffold, must do everything else, is basically is it normal generation area. Ja genau, es wird vieles generiert, deswegen wird man gleich nochmal vom Server fliegen. Air Qualität and Sanity are the top left corner of your screen. Das ist das hier oben. Air Quality is negative effect by torches. Confined in small space and lava, it will be waste black up around leaves, grass, vines and other plants. Also sprich, um das hier immer schön aufzufüllen, müssen wir unten eben halt, wenn es geht, übelst viele Bäume pflanzen, damit wir hier keine Angst haben, dass das irgendwie ist. Oder haufenweise Fackeln oder was weiß ich eben halt. Sanity will delete it when you darkness. No, your head torches doesn't count. When you around mobs having a mob head in your hotbar and being attacked by a mob, it will be turned to normal when around like can infantry. Also sprich mit was? Okay, das Ding habe ich mir nicht so richtig durchgelesen, aber das ist schon mal sehr hilfreich. There's a set dimension process. If you're trying to move in early, it will follow the questbook and you will be able to move in after you finish the question. You can climb, latch it, crawl into the blocks, bla bla bla. All nether items are craftable in many other receptors have been added or modified. Always check NEA for changes. Oh Gott, wie viel gibt's denn davon noch? Noch drei Seiten. From the window, you have been warned. You cannot repeat it, cannot return to the mansion. Also, wir können auch nicht mehr zurück. You teleported to a new dimension, you have 1 minute of invisibility from mobs. Use this to your... Ich habe eine Minute. Ich bin eine Minute unsichtbar von den ganzen Viechern. Das stimmt aber nicht so. When a growing tree is underground, make sure to give them plenty of space to grow up. Given at least an 8x8 oder 9x9 space or else it will not grow. Ah, okay. Danke für die Tipps. Und jetzt wollte ich nicht mal sagen, jetzt haben wir ja alles. Für euch gucken wir es nochmal nach. So, ja, dazu müsste ich runter in die Dimension und dafür müsste ich auch runter in die Dimension. Da kriege ich nämlich einen Apfel und eine Fliegenklatsche. Ich meine, ich habe ein Schwert. Exit, this elevator is your one way to trip down. Make sure you have everything you need before you head. Stimmt, habe ich eigentlich alles? Oh, ich wollte eigentlich ein Backpack öffnen. So, das wird jetzt erstellt. In der Zeit könnt ihr euch gerne mal was zu trinken nehmen. Ich nehme mir jetzt nämlich auch was. Und wir time out in 3, 2, 1. Timeout. Das sag ich doch. So. Jetzt refreshen wir das Ganze. Das dauert nämlich nicht lange. Also wir haben bloß einen Weg runter und kommen jetzt nie wieder nach oben. Und nein, man kann das eben halt nicht vorher nachladen, deswegen der Server timet eben halt mal aus. Tut mir leid. Ja, ich spiele auf dem Server und ja, ich habe eine Whitelist, also versucht es erst gar nicht. Und das Problem eben halt ist, wie ich die letzten paar Dinger gemerkt habe. Ach, schon ein Wetter. Das ist das Einzige, was mich so richtig ankotzt bei diesem Mod. Es ist wirklich so im Wasserspawn. Ich hasse es. Ich hatte zwei Versuche gehabt, wo ich einmal in so ein Ding gespawnt bin, dann immer oben drauf. Und jetzt, wo ich letztes Mal die Aufnahme gemacht habe, bin ich genauso wie hier auf Wasser gespawnt. Aber da haben mich haufenweise Mobs angegriffen. So, und jetzt machen wir uns hier nämlich erstmal eine kleine Höhle. Wo gleich die Erde mit drin ist, was richtig schön ist. Oh Gott. Nein, bitte nicht. Ach gut, ich hab sie noch. Nein! Okay, bin ja schon weg, Ich brauche irgendwas zum Bauen. Cobblestone.
Danke. Da hinten sind Place, wollt ihr mich verarschen? So. Zu mit euch. Das Problem hier bei den Zombies ist auch noch. Das war so klar. Auch eine coole Geschichte. Gibst du mal bitte die. Nein, nicht. Ist, wo ich das allererste Mal hier war, in der Dimension. Das erste, was ich eben halt hören durfte, war. Erstmal hier, wie das jetzt gerade eben auch. sondern ich durfte auch was Schönes genießen namens. This name is John Cena! Und dann. Ja. Und das heißt so viel wie, da war irgend so ein komisches Mob, was sich als John Cena ausgegeben hat. Hört ihr das? Habt ihr das gerade bauen gehört? Das war ein Monster. Man ist hier nicht sicher. So. Wir haben doch hier irgendwo Holz. Ja, wir haben hier Holz. Gut, wir machen das, machen das. Und, das brauchen wir nicht. Ich knall hier mal ganz kurz eine Workbench hin. Weil, wie ich aus dem Buch schon das letzte Mal erfahren habe, kann man sich hier eine Steinrüstung machen. Ist zwar jetzt nicht unbedingt die beste, aber es ist erstmal besser als gar nichts. Aus dem einfachen Prinzip her, dass wir uns hier nichts Besseres erstmal craften können. Also, bevor ich hier irgendwie Eisen kriege oder, das ist so ein schönes Adventure-Modus hier, das ist ich. Ne, ich brauche erstmal Kopf, also ich muss erstmal die Spitzhacke hier erhöhen, bis er Mining, plus 1 kriegt. Das ist nämlich auch so ein schöner Mod, hier kann man nämlich keine normalen, Crafting-Rezepte benutzen. Sprich eben halt, wir können, ich kann nicht, komm, geh weg. So, jetzt ziehen wir euch mal kurz an. So, dich ziehen wir an, dich ziehen wir an, so. Ich habe nichts mehr zu essen, ne? Nope. Ah, ich habe das letzte Mal Gräser abgeschlagen. Egal. Ich hoffe einfach bloß, dass jetzt erstmal keine Monster rinkommen, damit ich mich ja erstmal zurechtfinden kann. So, und so craftet man sich ein Flint mit 3 Krebel. Und dann müsste es hier wieder auf die Spitzhacke und dann geht's weiter. Also ich mag sowas, muss ich ernsthaft sagen, so ein bisschen die Herausforderung, weil ich habe hier wirklich Schiss. Ich hatte in Minecraft nie so viel Angst, dass ich sterben könnte wie hier. Ich meine, klar, ich könnte jetzt mir hier in... Wo war das? M? Ja. Könnte ich mir hier einen Waypoint hinlegen mit... Home, ist noch schön grün machen, safe. So. Jetzt haben wir einen grünen Strahl, das ist unser Haus. Okay. Ich glaube, das zweite, was wir mal machen, sind 1, 2, 3, 4. So. Ein paar Kisten. Glaube ich, sind nicht. Da sind sie. Damit wir hier mal ein bisschen unser Zeug erstmal reinpacken können. Damit wir nicht gleich alles verlieren. Gertrude will ich überhaupt nicht verlieren, weil Gertrude ist mein Herz und meine Seele. Wir schaffen das, mein kleines Hühnchen. Ente. So, Torches. So, jetzt heißt es nämlich erstmal normales Minecraft-Tätigkeit. Nee, wir gucken im Buch nach. Wir gucken im Buch nach, klickst du das? Ja, dat. So, jetzt haben wir was Neues. Wir haben jetzt eine... Yay! Eine Fliegenklatsche und eine Steinrüstung. So. Jetzt kann man eben halt hier Zeug machen. Ja, das kann man dann auch noch weiter zusammenfügen. So. Wir haben erstmal was zu essen. Der Apfel ist 6 Tage haltbar. Die Gummi werden wir... Okay. Ah, Fackel aufgesammelt. So,
Ja, gut. Es ist jetzt nicht so lange haltbar, deswegen nehmen wir es jetzt einfach mit. Also, Essen ist hier sehr wichtig. Ich wollte mir das machen und ich brauche noch ein paar von euch. So, das reicht aus. So, jetzt brauche ich drei davon. Hab den Bärbel, mache das, mache Steinerin, zack. Haben wir eine Steinsuppe. Kann man natürlich ein Questbuch hier auch wieder machen. Es geht jetzt alles viel schneller von der Hand, wie ihr merkt. Die erste Folge machen wir natürlich ein bisschen schneller. So, das ist jetzt auch, also macht mir zwar erstmal ein Herz Schaden, aber es verdirbt nicht. Das ist eben halt so das Ding. Also, wenn ich mal wirklich Hunger habe, kann ich das Zeug wenigstens essen. Everything is better with bacon. Ja, gut. Aber das, das können wir erstmal hier hinten legen. Das können wir hier runterpacken, falls wir Hunger kriegen. XP-Level steigt zurzeit nicht an. Weil dafür muss ich Monster tothauen. Glaube ich zumindest. Ne, ich muss oder Quests machen. Ich weiß es nicht. Crafting Taste. Ja, gut, okay. Was können wir denn noch machen? 64 Cobblestone. Okay. Holen wir uns mal 64 Cobblestone und machen hier mal den. Das Ding hier alles mal eben ins Hör. Das riecht bestimmt so auf. Nein, ich werde mich die ersten Folgen jetzt bis jetzt noch nicht raustrauen. Aus dem einfachen Prinzip her. Ja, ich will noch nicht. Wenn ich nur so dran denke, damit die Bäume wachsen können, brauche ich einen Raum von 8x8x8. Also das hier sind drei Blöcke. Und dann nochmal drei oben drauf. Und nochmal zwei hier oben drauf. Und das dann nochmal in die Richtung. Hey, okay, 1, 2, 3, 4, 5. Ja, haben wir ja fast. Und ja. Nur damit ich hier diese scheiß Saplings anpflanzen kann, ey. Die Erde habe ich da eingesammelt. Gut. Ich meine, Erde gibt es hier mehr als genug, aber hier gibt es so ein bestimmtes Ohr, was ich auch nochmal geil finde, was ich auch zufällig entdeckt habe. So, was ihr regt mich so auf da draußen. So. Macht, was ihr wollt. Ich habe hier meinen Raum. Wie viel? Wir haben eine, da fehlt noch ein kleines bisschen. Dann bauen wir es einfach mal hier hinten weiter aus. Gott. Ja, erschreckt mich gerade aber wirklich auch alles. Krawiel. 1, 2, 3. Wir müssen alles Mögliche farmen. Was mich auch nochmal so richtig schön aufregt, wie Gravel, Kohle und so weiter. Und das muss man immer noch zwischen die Viecher hier machen. Und dann noch die Quests eben halt erfüllen, was zum Beispiel heißt, auch später töte so und so viele davon, töte so und so viele davon. Habe ich auch schon alles gesehen. Und Salt ist auch nicht schlecht. Salt braucht man nämlich auch. Warum steigt das XP-Ding nicht? Repair-friendly off. More options. Enable sound. Chest Buttons. Okay. Inventory Chest Quetting. Ah, schade. Okay, da hat sich gerade was bei mir geöffnet. Open the shortwood file, open the file, open the powder hell. Nein. Okay. War bloß gerade verwundert, was das überhaupt ist. So, wir sammeln gleich mal noch ein paar Steine mehr aus dem einfachen Prinzip her, dass ich mir auch gleich noch einen Ofen machen kann. Ich meine, klar, am besten wäre es natürlich, wenn ich jetzt noch Sand hätte und Clay und was weiß ich nicht alles. Das kann man ja alles herstellen. Ja, mehr Haltbarkeit. Das letzte Mal hatte ich Glück drauf gekriegt. Ich war natürlich auch nicht schlecht, wenn du Zeug abgebaut hast. Wie Redstone, aber. Was ist Redstone? Ich kann noch gleich hier weiter. Kohle. Nicht Redstone. Kohle. So, die müsst ihr jetzt langsam mal halten. Und wir haben jetzt Diamant drauf. Das heißt, dass diese scheiß Spitzhacke hier richtig schön viel Durability hat. Das finde ich nice. Stimmt, ich wollte mal kurz einen Ofen machen. Kein Kompressen, sondern ein Ofen. So. Das wird die ganze Zeit noch so weitergehen, glaubt mir. Das ist nicht schön.
Also Zombie-Geräusche werdet ihr mehr als genug haben. Wir nehmen das Tropical. Manuel Sub. Ne, oder Tropical, Berry Garden, Berry Bush, Tropical. Na los, komm. Genau dich. Ich habe doch nicht genug Platz im Inventar. Ach, leck mir doch die Henne ab. Das Kreuzweise. Dich weg, dich weg, dich weg, dich weg. Mal kurz was essen. Die schönen Gummischlangen. So, und jetzt muss ich aber noch Platz haben. Yay. So, das haben wir schon. Dann nehmen wir das hier. Und Pattern und so weiter müssen wir jetzt nochmal Fertilizer. 8 Dirt. Haben wir 8 Dirt? Wir haben 8 Dirt. Das wäre nämlich mal richtig. Dich weg, dich weg, dich weg. Die Herzen hier, die sind wie eben halt so ein Herzcontainer. Könnte ich einsetzen, um mehr Herzen zu kriegen. Aber es geht nur um Hard Mode. Hardcore Question Mode, ja genau. Und deswegen, nope. Zuerst mal gucken, was wir hier in unserer schönen Wundertüte drin haben. Wir haben Schweine-Ei und einen Sattel. Das finde ich immer ganz schön. Wir können, also wir haben schon mal ein Schwein. Das ist sehr schön. Ich wollte das Dirt rausnehmen, ich verlang. Wo ist das Dirt? Ich hab doch Dirt. Oh nee. Hab ich das hier aus dem irgendwo hingeschmissen? Dann ist es dies. Oh Gott, leck mich doch am Ärmel. Leider wisst ihr, was wir jetzt machen. Wir verstauen jetzt hier erstmal ein paar Sachen drin, wie Cobblestone und das Ding. Das nehmen wir jetzt sofort, ich sag mal, mit. Und, nicht ganz. Eins, zwei. Sagen wir es so, das letzte Mal habe ich ein bisschen geschummelt. Weil ich habe mein Spawnpoint hier hingesetzt. Okay. Und, dadurch hat es mich eben halt vieles einfacher gemacht. Für mich, wo vieles einfacher. So. Jetzt haben wir hier jetzt erstmal eine Tür. Da können sie auch nicht so schnell rein. Okay. Und hier direkt Dolmat. Oh ja, der ist auch mit am besten. The fuck, was sind das hier alles für Viecher? Warum sind hier so viele Viecher? Ach komm, leck mich doch. Tu mir's Erde. Und wo schießt du denn? Lass mal reingehen. Ich weiß nicht, wovon der schießt. Aber wir haben Erde gesehen. Ich brauche die Erde. Da wohnen gerade so viele Viecher da draußen. Jetzt stimmt auch nicht mal. Oh cool, da hast du Sonnenbrille auf. Ist so. Mach doch mal einen Ruin. The fuck. Und da ist ein Creeper. Der jagt sich bloß in die Luft, wenn er mich sieht. Ach, leck mir doch die Henne ab. Und dann mich Klaus den Großen. Der explodiert, wenn er mich nur sieht. Was ist denn das bitte? Oh, faires Ohr. Was ist das bitte schon für eine Scheiße? Oh, Dude. Ich würde sagen, das war mal aufregend genug.
Ich hoffe es hält. Wir hören uns zu einer neuen Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao.